Mein Name ist Martin Häusling, ich bin gelernter Landwirt. Ich habe 20 Jahre Praxis hinter mir. Ich bin einer der ersten Biopioniere in Hessen gewesen. Ich bin seit 2009 im Europäischen Parlament. Da bin ich agrarpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Und das würde ich gerne weitermachen. Die Ziele für die nächste Legislatur sind eigentlich klar. Wir müssen die Agrarpolitik umgestalten. Wir müssen für besseren Tierschutz sorgen. Wir müssen was für die Biodiversität tun. Und wir müssen endlich ernsthaften, sehr ernsthaften Klimaschutz betreiben. Das steht nach wie vor auf der Agenda. Und dafür will ich mich auch persönlich einsetzen. Also das, was wir hier gerade sehen, ist eine waldbauliche Katastrophe. In allen unseren Zukunftsszenarien hat der Wald eine Riesenbedeutung für den Klimaschutz. Die zweite große globale Krise ist der Verlust der Arten, der Verlust an Biodiversität. Also wir stehen vor dem sechsten Massenaussterben sozusagen in der Erdgeschichte. Wir verlieren und gefährden 1 Million Tierarten, Pflanzenarten. Das ist gigantisch. Je mehr Gentechnik, desto mehr Pestizide werden eingesetzt, weil einfach Resistenzen schneller sind als jede Entwicklung von resistenten Pflanzen. Wir müssen zu angepassten Systemen kommen. Das ist die Antwort. Grünland ist auch extrem wichtig für den Klimaschutz. In Europa wird das meiste CO2 im Grünland gespeichert. Und wenn wir Grünland erhalten, und dazu gehören dann halt auch Kühe, erhalten wir einen großen Teil des CO2s im Boden. Wir müssen das Geld, was wir in Europa ausgeben für Bauern, an die Bauern verteilen, die tatsächlich ihre Tiere artgerecht halten. Ein Drittel des Haushalts geben wir für Landwirtschaftspolitik aus, ohne dass wir aber wirklich nachhaltige Veränderungen erreichen. Und um es ganz klar zu sagen, wir müssen die Weichen neu stellen in der Landwirtschaft. Ich finde, gerade bei der nächsten Europawahl wird es wichtig, dass Demokraten das Europaparlament bestimmen. Wir haben immer mehr Populisten, wir haben immer mehr Leute im Parlament, die Europa eigentlich zerstören wollen. Da muss man gar nicht weit schauen. In Deutschland, die AfD ist eine absolute europafeindliche Partei. Ich will nicht, dass immer mehr Europafeinde ins Parlament kommen. Europa ist für Deutschland extrem wichtig. Und wir als Grüne stehen natürlich dafür, dass Europa ein weltoffenes, ein tolerantes, ein zukunftsgerichtetes Gemeinwesen sein muss. Und Europa muss zusammenwachsen und nicht zerstört werden.